So, was geht ihr Freunde und Schatten? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute mal zu einem anderen Deck-Profil, und zwar zu einem No-Gem Galaxy Eyes Deck, was man sogar halbwegs spielen kann. Es ist mehr Fun als wirklich ein stabiles Rogue-Deck, aber man kann damit durchaus auch Siege erzielen. Der Vorteil ist natürlich hier, es kostet keinen einzigen Gem für euch. Also ihr seht jetzt zwar vielleicht hier, die kosten aber Gems. Das ist der Core des Decks, den kann man eigentlich Free-to-Play fast rauskriegen. Die kann man theoretisch auch noch irgendwo beschaffen, die hat man vielleicht sogar irgendwo auf der Hand. Und selbst wenn, tut sie raus. Letzten Endes ist das hier der No-Gem-Bereich und das hier sind nur zusätzliche Sachen, die ihr euch egal was ersetzen könnt. Ihr könnt einen Cosmic Cyclone rausklatschen, ihr könnt auch Free-to-Play Fallen reintun. Tut da rein, was ihr wollt. Den Rest kriegt ihr einfach von dem Kite-Event. Ich hoffe, ihr habt die alle vernünftig gefahren, sonst wird es viel schwierig, dieses Deck zu bekommen. Allerdings ist es trotzdem durch den Skill möglich, halt auch an den Galaxy Eyes ranzukommen, weil der wird dann dadurch einmal in das Deck reingetan. Das heißt, wir haben nicht nur ein 20-Karten-Deck, der 21. Slot wird dann von einem Galaxy Eyes benutzt. Und die andere Free-to-Play-Karte, beziehungsweise No-Gen-Karte, ist der Sternlehnsherr Galaxion, weil den könnt ihr Free-to-Play auch von Kite bekommen, genauso wie den Photonensprenger. Die restlichen Exis-Karten könnt ihr euch alle rausdenken, könnt ihr auch reintun, wie ihr lustig seid. Das ist alles euch selbst überlassen. Das sind alles Karten, die ihr reintun könnt, wie ihr lustig seid. Könnt ihr durch eine beliebige Karte ersetzen, die ihr wollt. Aber wie funktioniert nun dieses Deck? Also, wir haben als erstes den Photon-Vorstoßer. Der kann speziell beschoren werden, wenn ein Photon-Monster auf mir fällt. Das kann jeder beliebige sein, das kann der sein, das kann der sein. Der ist auch die wichtigste und beste Karte in diesem Deck. Die solltet ihr auf jeden Fall dreimal haben. Nicht zweimal, dreimal. Fail. Und durch den kann man dann auch wieder einen Exis für den Sternlings ergehen, aber da komme ich später noch zu. Er hier kann auch für die Tributbeschwörung von Galaxy Eyes benutzt werden, weil er auch frei specialbar ist, wenn man ein Exis-Monster offen hat. Oder er wird einfach als Schutzoption genutzt. Er hier ist einfach auch ein Beatstick oder kann für die Exis-Beschwörung benutzt werden oder für die Spezialbeschwörung von Galaxy Eyes, je nachdem. Ich empfehle aber immer die Exis-Beschwörung, weil die in dem Fall immer am besten ist. Der Photonsprenger kann seine ATK erhöhen. Also es ist nichts Besonderes, er erhöht seine ATK einmal um das Doppelte und kann in den Zug dann einfach nicht angreifen. Eine der besten Karten in dem Fall ist aber Photonenstrom der Zerstörung. Ich würde sogar ehrlich gesagt sagen, dass man die dreimal spielt, weil die echt gut ist. Sie kann, wenn eine Galaxy Eyes auf dem Feld ist, beziehungsweise ein Galaxy Eyes allgemein auf dem Feld ist, kann sie eine Karte banishen. Und wenn ein Galaxy Eyes auf dem Feld liegt, kann man das auch im gegnerischen Zug benutzen. Das ist zwar ein Quick-Play-Spell, aber wenn man kein Galaxy Eyes Photon Dragon draußen hat, dann kann man sie nicht in der gegnerischen Runde benutzen. Photonenführung kann einfach ein Lichtmonster Stufe 4 oder niedriger spezial beschwören, was dann der und der und der sein können, aber idealerweise benutzt man die für die hier. Falls man zum Beispiel nur die beiden auf der Hand hat und dann noch eine Photonenführung, ist dann wahlweise. Und diese Traps, die könnt ihr austauschen gegen was ihr wollt. Ich habe jetzt Kanadier und die hier reingepackt, einfach weil es gute Traps sind. Ihr könnt da jede andere Trap reintun, wie ihr lustig seid. Sucht es euch aus. So, dann kommen wir zum Sternlinzer Galaxion. Der ist super. Der wird aus zwei Photonmonstern gebaut, also aus ihm, aus ihn oder aus ihn. Aus diesen ist egal wie viele. Er kann entweder ein Exis-Material abhängen, um ein Galaxy aus der Hand zu specialen, oder zwei abhängen und aus dem Deck zu specialen, was echt stark sein kann. Und der Rest ist einfach wahlweise. Er kann zweimal angreifen, er kann ein Monster zerstören, er kann auch eine offene Karte zerstören, er kann Karten zerstören, er kann ein Monster zerstören und er kann zweimal angreifen. Also je nachdem, wenn man mal noch Plays hat für ein weiteres Exis-Monster und in der ersten Runde zum Beispiel kein OTK drücken kann, indem man zum Beispiel Galaxy Eyes holt und dann Photonenstrom der Zerstörung hat und dann die restlichen Karten banished. Das war's dann auch letzten Endes schon. Ich habe schon 4 Minuten rumgesprochen, um nur das Deck zu erklären. Eigentlich krass. Ich würde sagen, wir schauen uns mal zwei oder drei Replays an. Ich weiß nicht, wie viele mehr genau ich habe. Ich habe, glaube ich, zwei gute. Und dann versuchen wir noch ein Game zusammen zu machen, ob wir dann noch schaffen, irgendwie damit was zu reißen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt. So, in dem Fall haben wir keine so gute Starthand gehabt. Wir hatten zwar den Photonensprenger, um einen 2000er Beatstick in der ersten Runde hinzubekommen. Allerdings haben wir auch nur noch sonst eine Wall of D noch drin. Ach, da habe ich das Deck noch mit Wall of D gespielt. Da habe ich noch eine etwas andere Version gespielt, weil ich noch nicht alle anderen Karten hatte. Aber in dem Fall hatten wir ihn hier. Er hatte ein komisches Trolldeck gespielt. Er wollte es mit den. Der kann ja nur zerstört werden, wenn er ein Monster durch. Wenn er kann nicht durch Monster mit 1800 oder mehr ATK zerstört werden. Das ist halt das Problem. Wall of D. Er hat tatsächlich nicht geschafft. Aber er kann halt nicht zerstört werden. Und wir hatten halt jetzt Glück, dass wir halt unseren Photonenstrom der Zerstörung gezogen haben.
Wir holen jetzt unseren Sternenlehnsherr Galaxion, holen unseren Galaxy Eyes, aktivieren Photonenstrom der Zerstörung, banishen das Vieh und greifen direkt an. Nichts anderes ist das. Da kommt der Galaxy Eyes. So, wir banishen das Monster und gehen direkt rein und wir haben gewonnen. Und das ist ein simpler OTK in dem Fall. Wenn der Gegner halt nicht nur ein Bossmonster hat, was getargetet werden kann, kann man ihn mit dieser Karte easy wegmachen. Wenn man jetzt ein vollwertiges Photon-Deck hat, dann ist das einfacher, auch die Karte rauszusearchen. Aber wir müssen halt diesen Skill spielen, weil wir sonst nicht an unseren Galaxy alles rankommen. Das ist halt das Problem. Aber wir kriegen ihn ja jetzt, haben wir schon in der Box bekommen. Dazu kommt auch noch ein Video, keine Sorge. Also ich werde auch noch ein vollwertiges Bild machen. Ich dachte nur, das kann für die Fun-Spieler durchaus ein stabiles Fun-Deck sein. Ich habe noch wohlgemerkt zwei Replays. Eins noch mit den KI-Kite und eins gegen eine Freundin. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Und wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt. So, diese Hand lässt sich durchaus sehen. Wir haben ihn hier, der kann ja geswashelt werden. Das heißt, in dem Fall haben wir First Turn eine OTK-Möglichkeit. Wir normalen ihn hier, swashen ihn hier, holen unseren Lehnsherrn wieder, holen dadurch den Galaxy Eyes und haben Photonenstrom der Zerstörung und banishen einfach das Monster, was er da in dem Fall geschworen hat, der KI-Kite. So, wie ich es gerade gesagt habe, wir machen eine Exis-Beschwörung für den Sternen-Lehnsherr Galaxion. In dem Fall braucht sie den. Man kann ihn zwar zweimal bekommen von Kite, aber das ist unnötig, weil wir haben eh nur ein Galaxy Eyes in dem Deck. Also bringt der ein zweites Mal gar nichts. Der ist dann komplett nutzlos. Stopft da lieber andere Exis-Monster rein, die in dem Fall tausendmal besser sind. Da ist der Galaxy Eyes. Banish und wir sind rein. Also es ist immer derselbe OTK. Es ist meistens dasselbe. Man kann es auch ohne Photonenstrom der Zerstörung machen, indem man zum Beispiel einfach mit denen hier das Monster banisht und dann versucht reinzurennen. Aber das geht alles andere auch. So, wo haben wir das denn? Da haben wir das noch. So, da hat sich unsere Hand auch nicht gerade sonderlich sehen lassen. Es war genau der gleiche Mist wie vorher. Aber diesmal war es besser. Wir haben unsere beiden Monster, können Exis-Beschwörung machen, Photonenstrom der Zerstörung. Es ist wieder der gleiche OTK. Hoppala. Und dann kommt der Galaxy Eyes. So, aber in dem Fall haben wir es noch nicht geschafft, weil man halt eine Mäßigung hat und in dem Fall nichts hätte machen können. Aber wir haben natürlich noch unsere Kanadier für den Fall, dass da jetzt noch ein Monster kommt, wie die Katzentänzerin. Wir haben sie verdeckt gelettet durch die Kanadier. Hat sie negated, ist aber nicht schlimm, weil wir durch den Galaxy Eyes, wenn er sie jetzt angreifen sollte, banishen können, was wir gemacht haben. Kriegen 100 Damage noch durch den Effekt, ist aber nicht schlimm. Wir haben noch unser Monster-Spezial schon. Wir banishen das Monster und rennen mit 2000 rein. Das kann jetzt ewig so weitergehen. Das hat sie unsere Exis-Monster zerstört, ist nicht schlimm. Wir holen einfach noch ein Monster. Zack, und haben gewonnen. GG. So funktioniert das. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein Game zusammen. Und dann sehen wir uns nach einem kurzen Schnitt. Zufall, dass wir jetzt gegen einen Kite spielen. So, die Hand ist gut, muss man zugeben. Die ist gut. Bis auf die Tatsache, dass wir jetzt halt keinen Photonenstrom der Zerstörung haben, ist jetzt nicht schlimm. Wir holen unseren Galaxy Eyes und fertig. Hier kommt der Sternlehnsherr Galaxion. Wir aktivieren seinen Effekt, holen unseren Galaxy Eyes aus dem Deck. Und da ist er ja. Also man kann mit diesem Fun-Deck durchaus was machen, das ist jetzt nicht das Problem. So, der Gegner ist dran. Mal sehen, was er so anbietet. Noble Knights, was kann der? Diese Karte kann nur angreifen, falls du genau drei edle Monster kontrollierst. Wenn diese Karte zum Beispiel, du kannst zwei edle Monster Spezialschwung von deiner Hand beschwören. Zuletzt kannst du für den Rest des Spielzugs keine Monster Spezialschwung beschwören, außer edle Rittermonster. Einmal pro Spielzug, du kannst diese Karte. Ja, okay, den Effekt können wir eh nicht verhindern, das ist jetzt Pech. Gar nicht so schlecht, diese Karte. Kriegt man schön die Materialien aufs Feld. Er kann. Du kannst bis zu zwei, ja, okay. Er scheint wohl ein bisschen gebrickt zu haben, was uns sehr zuvorkommt. Jetzt flippen wir den einfach zu und die Karte ist nutzlos.
This is not the bad. Wir haben Photonbrecher gezogen. Perfekt. Das ist sexy. Er gibt auf! Ja, so gewinnen wir mit Galaxy Heist gegen Noble Knights. Indem man einfach seinem Kanadier mit Kanadier zuflippt. Könnte auch Book of Moon stattdessen reintun. Ist genau das gleiche. Kann das auch. Aber ich hoffe, ich konnte euch das Prinzip hinter diesem Deck ein bisschen klar machen. Und es wären dann auch als nächstes die Deck-Profile zu, ich hoffe, ich kann auch ein Deck-Profile zu den vollwertigen Galaxie-Augen machen. Also die Box werde ich auf jeden Fall zweimal leer machen, das ist jetzt nicht das Ding. Und, wir kriegen auch noch guten Exist-Support und weiteren Support für Gaga. Go, 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 do, 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 do. Go, 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 do, do, do. Dida, 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 du. Sollte ein Recap werden. Das werde ich auch nochmal verbessert dann zeigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich sage dann, ciao, Leute.